Lassie ist Scots. Scots wiederum ist eine westgermanische Sprache oder aber auch eine Reihe englischer Dialekte in Schottland. Und Lassie bedeutet Mädchen. Ist das also auch geklärt? Lassie ist eine Hündin. Erstmals aufgetaucht übrigens in einer Kurzgeschichte, veröffentlicht am 17. Dezember 1938 in der Saturday Evening Post, geschrieben von Eric Knight. 2 Jahre später kam das Ganze dann als Roman raus, Lassie Come Home, und wiederum 3 Jahre später, also 1943, die Verfilmung mit der damals 10-jährigen Elizabeth Taylor. Ja, inzwischen gibt es, also abgesehen von den ganzen Fernsehserien, 20 Lassie-Spielfilme. Und jetzt ist der 21. im Kino drinne, Lassie, ein neues Abenteuer. Die coolste Hündin der Welt. Hallo Lassie. Ist endlich zurück auf der großen Leinwand mit vielen Freunden. Ich bin Flo. Ja und? Willst du den Preis dafür haben? Sie kann auch nett sein. Und einem neuen Abenteuer. Die Pippa entführt. Das ist jetzt schon der 15. Hund, der gestohlen wurde. Das nennt man Dognapping. Wer kommt mit? Nach Pippa suchen. In Lassie, ein neues Abenteuer, geht es darum, dass Flo lernen muss, Lassie loszulassen. Flo lernt neue Freunde kennen bei seiner Tante mit den Pflegekindern Cleo und Henry. Und alle zusammen erleben ein ziemlich spannendes, aber auch sehr witziges Abenteuer. Was passiert? Ist er weggelaufen? Die Polizei glaubt, dass er gestohlen wurde. Seit ein paar Wochen passiert das in der ganzen Gegend. Monte! Hi. Sorry. Habt ihr vielleicht einen weißen Pudel gesehen mit einem Zopf? Oder eine Yorkshire Terrier-Dame mit einem Schnauzbart? Nee, leider nicht. Okay, trotzdem danke. Lassie, komm her! Sofort! Was bist du denn für ein Schisser? Ich bin kein Schisser. Ich bin nur vorsichtig. Es fängt damit an, dass Flo mit Lassie zu seiner Tante nach Südtirol geht, die jetzt neu 2 Pflegekinder aufgenommen hat, mit denen er sich an sich ganz gut versteht, außer dass Cleo eben Haare auf den Zähnen hat und ihn eigentlich gar nicht so richtig ranlässt und sehr, sehr fies und motzig zu ihm ist. Aber als dann mehr und mehr Hunde gestohlen werden in der Umgebung und letztendlich dann auch Pippa, der Hund von Tante Cosima, müssen die 3 sich irgendwie zusammenrappeln und müssen irgendwie ein Team werden und arbeiten dann zusammen und werden auch ein gutes Team. Lassie, wo willst du denn hin? Zeigt euch, ihr kleinen Mistviecher. Ich lass mich nicht länger verarschen. Entschuldigung. Lassie? Los, hinterher! Ich finde es auch sehr toll, dass sie immer so ein Helferhund ist, wie ein echter Menschenfreund für einen da ist. Und sie immer so eine richtig tolle, fröhliche, positive Energie überbringt im Film. Das mag ich einfach richtig. Weil Lassie einfach, glaube ich, wirklich der coolste Filmhund ist, den es gibt. Also ich wüsste nicht, wer da cooler sein soll. Und es sind noch wahnsinnig viele andere tolle Hunde dabei. Und es ist einfach eine echt spannende und ausgefallene Story, die wirklich unheimlich Spaß macht und spannend ist. Und es gibt eine Menge zu lachen, für groß und für klein. Es gibt 2 entzückende Schweine, es gibt, wie gesagt, Kakerlaken, es ist für jeden Tierfreund hoffentlich irgendwas dabei. Und es ist ein ganz toller Sommerfilm tatsächlich. Und ich finde, man kann in so einem heißen Sommer auch mal ganz gut eine Pause einlegen und ins klimatisierte Kino gehen und da 1,5 Stunden Sommer haben und das schöne Südtirol genießen. Wie kann ich euch denn helfen? Vielleicht können Sie halt die Augen offen halten, wie so ein Undercover-Agent. Einverstanden. Nicht nötig, Lassie. Ja, also sie kann wirklich fast alles. Als sie sich freigegraben hat,
Das war eigentlich nur jahrelange Übung beim Sandspielplatz. Oder was man nicht gedacht hatte, Lessie kann wirklich so schnell rennen. Und als sie gesprungen war, das war, glaube ich, ein bisschen fake. Aber sie kann wirklich fast alles. Wie wichtig das ist jetzt für alle Kinder, die jetzt Lessie sehen, dass sie einfach wissen, das sind natürlich trainierte Hunde. Und auch Lessie, also Bandit, und die anderen Tiere sind alles Tiere, die so nicht auf die Welt gekommen sind, sondern die wirklich mit ganz viel Arbeit trainiert worden sind und im Grunde Schauspieler sind. Und dass das natürlich jetzt, bevor man jetzt irgendwie nach dem Film Lust hat und seine Eltern überreden möchte, unbedingt einen Hund zu bekommen oder am besten noch einen Collie, dass man sich sehr gut, wirklich ist wichtig, ist, sich trotzdem wahnsinnig gut zu informieren und wirklich zu gucken, was heißt das, was braucht so ein Tier. Und die Hunde, ein Collie ist natürlich nicht so wie Lessie. Nur Lessie ist wie Lessie. Wir backen einen Überraschungskuchen für Cosima zum Geburtstag. So, Ofen ist an. Ach, und Eier brauchen wir noch. Und noch 200 Gramm Zucker. Grundsätzlich sagt man ja, man sollte zwei Dinge beim Drehen vermeiden. Und das sind Kinder und Tiere. Ich finde, das ist Quatsch, weil Kinder und Tiere sind ganz toll. Und Kinder wollen ja auch gerne Kinder und Tiere auf der Leinwand drehen. Deswegen sollte man unbedingt mit Kindern und Tieren drehen. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Also es gibt überhaupt nicht diesen Vorgang von, die Szene beginnt und wir spielen die von Anfang bis Ende durch. Und dann sagt der Regisseur am Ende, gibt seine Anmerkung und man macht es nochmal. Sondern man muss, nicht zu vergessen, natürlich hat man auch noch Tiertrainer, die spielen ja auch mit und die sind irgendwo versteckt unterm Tisch in der Ecke und also man muss an ganz andere Dinge denken und dann wird in eine Szene reingesprochen, weil gleichzeitig Befehle an die Tiere kommen. Es gab immer ein Klassiker, der war immer bleiben. Bleib. Bleib. Bleiben. Und man spielt dann seinen Text und Hanne meinte, es war auch eine große Herausforderung im Schnitt, weil es gab eigentlich keine sauren Töne. Also auf der Tonspur waren einfach immer irgendjemand, der irgendwas reinspricht, irgendwelche Befehle, jetzt kommt das Schweinchen oder und dann sich dabei zu konzentrieren, ist wirklich wahnsinnig schwierig und für die Kinder natürlich noch mehr. Aber man muss da halt gelassen und stoisch rangehen. Man darf sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen und muss einfach geduldig Einstellung für Einstellung für den Film und für die Leinwand generieren und darf sich einfach nicht beirren lassen. Und vor allen Dingen muss man Spaß und gute Laune behalten. Also, wer kommt mit? Nach Pippa suchen. Wie können die doch nicht einfach rumhängen, wenn Pippa in der Gewalt von Gangstern ist? Bei Entführungen sind die ersten 48 Stunden entscheidend. Das weiß doch jeder. Cleo hat recht. Hab ich? Ja, wir können die doch nicht einfach rumsitzen und Däumchen drehen. Aber wir haben Cosima versprochen, zu Hause zu bleiben. Nein, du hast ihr das versprochen. Aber wir müssen tun, was sie sagt. So ein Alltag eines Filmtiertrainers, wenn er dreht, das sind sehr, sehr lange Tage, weil wir müssen ja, bevor wir ans Set kommen, müssen die Hunde schön ausgelaufen sein, gespielt haben, gefüttert sein, gebürstet sein. Das heißt, wir haben schon immer 2 Stunden Vorlauf, bevor wir überhaupt ans Filmset kommen. Dann drehen wir den ganzen Tag. Natürlich, wir haben verschiedene Tiere. Die haben immer Pause, aber wir als Tiertrainer haben die Pause halt nicht. Wir müssen dann wieder mit dem Regisseur die nächste Szene besprechen. Dann müssen wir wieder den Hund vorbereiten, die Schweinchen rausholen. Das dauert immer ein bisschen. Und wenn dann Drehschluss ist, dann sind ja hier 0,0 alle Teammitglieder vom Hof gefahren. Und wir sind dann immer noch so 1,5-2 Stunden beschäftigt, die Tiere wieder zu versorgen, mit denen schönen langen Spaziergang zu machen, die zu füttern, zu gucken, dass alles in Ordnung ist. Also wir haben schon 12 bis 14 Stunden Tage. Das heißt ja immer, Filmtiertrainer ist ein Traumberuf. Ja, das ist er, aber ich glaube nicht für jeden. Lessie, ein neues Abenteuer.